So Leute, jetzt mal etwas spontaner. Man sieht das. Ich halte die Kamera auch gerade in der Hand. Das ist super unbequem. Dementsprechend nicht so lange. So, bin ich mal hier auf so einer Raffle-Seite. Ich gebe mal hier den Link zu dem Video ein. Get Users, neuen User. Start. Und der erste Gewinner ist Patrick Wiegel. Ja, du kriegst das Live-Pad. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und der zweite Gewinner und damit die Tokens kriegt. Ja. Frederik Freund. Ich weiß, du wirst dich nicht drüber freuen. Das ist okay. Ja, an alle neuen Leute, die mitgemacht haben, Dankeschön. Ja, Video geht gleich weiter. Ihr habt jetzt vorher hier die Gewinnerziehung gesehen für das Livepad und für das Booster. Glückwünsche dafür. Und ja, was ist sonst so passiert? Ich war in diesem Monat, also im Monat Januar, auf zwei Turnieren, beides mal mittelmäßig gelaufen. Das eine Mal mit einem 3-0-Start und dann auf einem 3-3-Fall. Das andere Mal war dann, ich glaube, 1-2. Start und bin dann auch auf 3-3 gegangen. 3-3 ist okay, aber man wünscht sich natürlich immer ein bisschen bessere Stats. Ich habe beides mal, oh, ich habe beides mal Death in Texas gespielt. Ja, war soweit okay, denke ich. Dafür, dass ich Anfang Januar noch im Urlaub war und absolut keinerlei Vorbereitung hatte für die Turniere, war die 3-3 beide okay. Ja, was sonst? Ich bin relativ begeistert von den ganzen Sachen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt mittlerweile mal so alles abgedeckt. Grundsätzlich, was ihr mir so geschrieben hattet, was ihr sehen wolltet, was ihr haben wolltet. Und ich gucke mir das an, was das für ein Schedule wird. Aktuell ist es ja wirklich so, dass dienstags und donnerstags Booster kommen. Immer nur eins. Und dann, naja, also ansonsten kommt halt sonntags aktuell. Decktech kam jetzt, Gameplay oder große Openings. Ich bin am Überlegen, ob ich die großen Openings, sowas wie die anderen Sachen, habe ich auch schon teilweise gemacht, auf den Montag verschiebe und die einfach nur random reinkomme, wenn was passiert. Also wenn mal so ein großes Booster-Opening ist, ich nochmal irgendwas bekomme oder irgendwas Cooles sehe, was ich zeigen kann, dass ich das dann halt montags mache als Special-Zusatzvideo. Das wird dann unregelmäßig kommen. Sagt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Ansonsten, ja, möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die halt sich relativ viel mit Kommentaren, mit Likes, mit mir auch persönlich darüber unterhalten über die Videos. Die Qualität muss ich teilweise noch ein bisschen verbessern, ein bisschen hochschrauben, ein bisschen runterschrauben. Man sieht, teilweise sind die Videos ja etwas älter vorproduziert und dementsprechend ist die Qualität noch nicht ganz so gut. Die wird aber zum Teil halt besser, zum Teil muss ich halt noch viel testen. Mein Setup ist noch nicht perfekt. Aber es wird besser. Als Dankeschön für die Leute, würde ich ganz gerne das Ding hier, so rum ist richtig, ein Front of Eldraine Premium Pack, All Foil mit Code und was nicht allem, Quatsch. Ich habe noch eins übrig und das würde ich ganz gerne im nächsten Video, im nächsten Gewinnspiel verlosen. Also in diesem Gewinnspiel verlosen, im nächsten Video dann demjenigen geben. Ja, ich würde es halt aufmachen on Kamera und würde demjenigen das schicken, was auch immer da drin ist. Da kann halt geiler Stuff drin sein. Ich habe keine Ahnung, wenn ein Foil Oko drin ist, verschicke ich halt ein Foil Oko, dann ist das halt so. Wenn man Modern-Spieler ist, dann kann man den immer noch verkaufen und für ein Gewinnspiel, denke ich, ist das ganz cool. Vor allem, weil ich selber auch nicht weiß, was ich da verlose. Genau wie bei dem Token Booster. Dementsprechend ist das, glaube ich, ganz cool. Und ja, wenn ihr daran teilnehmen wollt, ganz einfach. Erstens, und das ist etwas, was ich bis letztes Mal nicht gemacht habe, was ich dieses Mal machen würde, einfach nur um die Zahlen zu boosten, seid Abonnent. Wenn ihr den Channel abonniert habt, dann ja, könnt ihr mitmachen. Und zweitens ist es für mich relativ einfach, schreibt mal rein, was bisher für euch bei dem Channel von den Videos euch am besten gefallen hat. Es sind ja jetzt einige, es sind vier am Sonntag hochgekommen, fünf mittlerweile, weil ich ein bisschen langsam bin. Die Booster sind oben. Es kann sein, dass irgendein Booster euch besonders gefallen hat. Was auch immer ihr wollt. Ob es der Smart Hive war, ob es irgendwas war. Das wäre immer ganz cool zu wissen für mich, was ihr so am meisten damit gefeiert habt. Ja, und wenn ihr dann abonniert seid, kriegt ihr automatisch einen Entry hierfür.
Ich hoffe, das ist okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexi. Ciao, ciao. Und ich wünsche euch natürlich allen viel Glück beim Gewinnspiel. Diesmal vielleicht ein paar mehr Leute, damit ich nicht Leuten das unbedingt schicken muss, die ich persönlich auch kenne. Aber die natürlich auch herzlich eingeladen mitzumachen. Das war jetzt Pech oder beziehungsweise Glück beim letzten Mal. Beim nächsten Mal vielleicht andere.